Soja ein Fluch oder ist Soja ein Segen für unsere Ernährungsweise? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei QS24 im Format Gesundheit. Diese Frage um diesen Soja-Hype möchte ich heute diskutieren mit der Heilpraktikerin, die ich dazu eingeladen habe. Ganz herzlich willkommen, Nina Kohlmann. Hallo. Du bist Expertin auch bei der Dr. Heinz Reinwald, bei der Akademie und natürlich auch als Therapeutin, langjährige Therapeutin. Und über diesen ganzen Soja-Hype möchte ich mit dir diskutieren. Es gibt Soja, es gibt Tofu, ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Der eine wird fermentiert, was wieder eigentlich gut sein sollte. Also ich weiß viel zu wenig, da möchte ich gerne dich hören. Ich höre es nur aus Sicht der Proteinlieferant, dass Soja so ein wahnsinnig genialer Proteinlieferant sei und wir Menschen doch Proteine brauchen. So, jetzt habe ich ganz viele Schlagwörter hingeschmissen und jetzt wäre ich froh auf Aufklärungen. Ist Soja jetzt wirklich ein Segen oder eher ein Fluch? Ja, also ein Segen kann ich eher weniger erkennen. Mhm. Also ich tendiere tatsächlich eher zum Fluch. Also das hat aber vielerlei Gründe. Ja. Weil erstens mal ist es so, dass verschiedene Proteine, vor allem wenn man die pflanzlichen und die tierischen auseinander nimmt, eine unterschiedliche Wertigkeit für den menschlichen Körper haben. Also du meinst, das Protein, das ich als Soja esse, kann ich ja nicht eins zu eins aufnehmen, sondern da gibt es diese ganz berühmte Stickstoffabfall immer genau. Wieder. Also die Verwertbarkeit eines Proteins bei Soja ist nicht so gigantisch gut. Nein, pflanzliche Proteine schneiden da generell alle sehr schlecht ab. Also mehr wie 18% Nutzen für den Körperzellaufbau geben diese Proteine einfach nicht her. Also wenn ich 10 Gramm Sojaproteine essen würde, dann nehme ich nur 18% davon auf. Aufnehmen ist der falsche Begriff. Der Körper kann das nicht verwerten. Also er kann daraus keine Zellen bauen. Okay. Und Zellbau ist ja unheimlich wichtig zur Regeneration, egal für welche Zellen. Das können Immunzellen sein, Muskelzellen, aber auch die Bildung von Hormonen oder sonstigen Sachen, die der Körper täglich produzieren muss, braucht es ja Baustoffe. Ja, das habe ich verstanden. Aber wenn man wirklich nur 18% der Körper aufnehmen kann oder etwas anfangen kann mit diesen Proteinen, dann sind ja immer noch 82%, mit denen er nichts anfangen kann. Was passiert denn damit mit Proteinen im Darm, die nicht aufgenommen werden? Der Körper muss die mühsam wieder ausscheiden, über die Leber und über die Nieren. Ja, okay. Also habe ich jetzt da ein Gleichgewicht zwischen Gutem und Schlechtem oder ist denn diese 82% viel schlimmer? Naja, also es ist schon eine Arbeit für den Körper, das wieder auszuscheiden. Wenn derjenige gesund ist, dann wird er das schon auch schaffen. Mhm. Nur wenn dann die Ernährung nur aus diesen pflanzlichen Proteinen besteht, dann führt das langfristig zu einem Dilemma. Mhm. Auf der einen Seite hat man dann den Mangel vorprogrammiert, mal 18%. Das ist nicht so viel. Ist zu wenig. Ja. Das ist einfach zu wenig. Ja. Und dann eben diesen erhöhten Stickstoffabfall, den der Körper dann eben mühselig wieder entsorgen muss. Also dieser Stickstoffabfall, das ist das berühmte Gift, das Ammoniak, was es da rausgibt, oder? Genau. Was dann zu stinkendem Stuhl und weiß Gott was, der Herr Wilfried Obel hat darüber mal was berichtet, dass das wirklich ein ganz, ganz schlimmes Gift eigentlich ist. Gibt es denn da Unterschiede zwischen, ich meine, Tofu, Soja ist ja eigentlich nicht eine europäische Ernährungskultur. Hat denn der Asiate eine bessere Verwertung von diesen Soja innerhalb seines Körpers oder Darmkulturen? Das ist tatsächlich so. Die haben ein anderes Mikrobiom. Das heißt, die haben sogenannte Equol-bildende Bakterien in ihrer Darmflora. Und diese Equol-bildenden Bakterien, die können zum Beispiel dieses Genistin nutzen. Das ist eine Hormonvorstufe. Also Frauen wird ja oftmals in den Wechseljahren empfohlen, dass sie eben Soja zu sich führen sollten, aufgrund dieser Inhaltsstoffe. Aber das ist jetzt spannend. Wirklich? Die Frauen sollten bei Wechseljahrenproblematikern Soja essen? Ja, das wurde immer wieder mal diskutiert und empfohlen. Gibt es da eine wissenschaftliche Grundlage dahinter, oder? Die ist mir jetzt so nicht bekannt. Ich weiß nur, dass tatsächlich im Mikrobiom, vor allem den europäischen Frauen, dieses Bakterium fehlt. Ja. Und die können das gar nicht nutzen.
Also das heißt, es ist das nicht besonders sinnvoll, das dann als Europäerin zu konsumieren. Also die Asiatinnen, die können das zu einem höheren Anteil in der Bevölkerung nutzen, weil die haben eben im Mikrobiom vielfach eben dieses Bakterium enthalten. Aber die Europäerinnen, ja, das sieht schlecht aus. Das ist die Erklärung für mich, weil es halt ja seit Hunderten von Jahren wird Soja immer gegessen im asiatischen Raum. Stimmt das? Ja. Und hatte nie Probleme und jetzt heißt es plötzlich, wir Europäer sollten Probleme haben mit Soja. Also wenn das ums Mikrobiom geht, dann ist es irgendwo auch wieder logisch. Ja, aber es wird auch komplett anders konsumiert in Asien. Die essen das in fermentierter Form. Okay. Dieses Miso, Tempeh, Ja, natürlich. genau. Und auch nur als Beilage. Und Tofu ist auch fermentiert, oder? Man kann es als fermentiertes Produkt beziehen, aber das, was in Europa so grassiert, dann die Leute essen es alles unfermentiert. Die kaufen sich so diesen Tofu-Trüffel oder Burger, wie, Burger oder weiß Gott ja, was, ja, wie auch immer Schnitzel. man den bezeichnen möchte. Und der wird dann auch so in die Pfanne geschmissen, nicht fermentiert und konsumiert. Jetzt kannst du vielleicht mal noch erklären, das hatten wir vielleicht früher alles gelernt oder die Einmachgläser von Großmutters Zeiten noch in der Küche gesehen. Was heißt denn Fermentation? Das ist halt eine Aufbereitung eben durch den Einfluss von Bakterien. Und die machen das Lebensmittel einfach bekömmlicher. Also die fressen die Kohlenhydrate raus, Zum Beispiel. zum Beispiel, verdauen es schon mal. Ja, so eine Vorverdauung. Also die machen die Arbeit für uns schon mal im Nicht? Vorfeld. Also es wurde schon mal gegessen, Das bevor wir ist es die, essen. genau, das sind die Bakterien, die schon mal im Außen die Arbeit machen, damit dann die restlichen Bakterien im Innen ihre Arbeit weitermachen können. Ich habe mal kürzlich gesehen, ein Großhandel in der Schweiz, habe ich mal Sauerkraut angeschaut, wie lange es die fermentiert werden. Das waren gerade mal 4 Tage. Und dann war ich auf dem Biomarkt und habe dort mal gefragt, wie lange das Sauerkraut fermentiert war. Und das waren es 2 Monate. Also die einen fermentieren viel länger als die anderen. Mit was für einem Ergebnisunterschied? Ja, das Thema Sauerkraut ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema, weil das ja oftmals das Produkt ein Abklatsch seiner selbst ist, industriell eben hergestellt, vielfach mit Zuckerzusätzen, dann vielleicht noch in der Dose aufbewahrt. Metalle, die mögen Bakterien nicht so gerne. Und das macht aus dem Produkt eigentlich ein Sauerkrautprodukt, das des Namens nicht würdig ist. Oh, sogar, okay. Also unbedingt Aufforderung an die Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sauerkraut, dann bitte im Bioladen, wo längere Zeit fermentiert ist. Und richtig der Annahme, wenn es nicht pasteurisiert ist und ich mir diese Bakterienstämme noch zufüge, dann tue ich mir eigentlich ein wunderbares Probiotikum zufügen. Korrekt, hä? Kriegt man fast gar nicht mehr diese nicht fermentiert, nicht pasteurisierten Nahrungsmittel, die noch fermentiert Ja, sind. also diese wirklich wertvollen Lebensmittel muss man manchmal wirklich mit der Lupe suchen, Damit man es noch findet. damit Ja? man sie findet, ja. Okay. Also, und bei Soja ist es einfach so, wie du sagst, wenn es fermentiert ist in solche Nahrungsmittel, die man hauptsächlich eigentlich im Reformladen findet, oder? Diese asiatischen Gerichte, wie du Tempeh gesagt hast. Ja, Tofu ist meines Erachtens auch fermentiert. Bist du nicht ganz sicher? Okay. Nein. Was ist denn der Unterschied zwischen Tofu und Soja? Seidentofu, das ist, soll fermentiert sein. Ah, gut. Seitan Tofu. Seiden, wie die Seidentofu. Seide. Das gibt's auch noch. Ja, das gibt es auch noch. Okay, Also ja. da gibt es ja viele Begriffe, die unterwegs sind. Da muss man sich auch erstmal durch den Wust durcharbeiten, damit man hinterher weiß, was hat man denn überhaupt für ein Produkt, das man sich da gekauft hat, auf dem Teller liegen. Erstaunlich. Ja, wie gesagt, man isst ja das eigentlich entweder als Fleischersatz Genau. oder um sich Proteine zuzufügen. Als Fleischersatz kann ich mir das ganz gut vorstellen. Ich habe auch jahrelang kein Fleisch gegessen und war froh, mal am Schnitzel etwas zum Beißen zu haben, oder? Also von dem her fand ich es okay. Aber das mit dem, dass ich keine Proteine damit richtig genügend kriege, das war mir schon. Ist ja auch besonders beliebt bei den Vegetariern und Veganern, Ja. dass die an ihren Eiweißbedarf über das Tofu abdecken möchten, Ja. wissen aber nicht, dass der Körper das eben kaum nutzen kann.
Kann ich mir denn diese Darmbakterienstämme eines Asiaten irgendwie einverleiben? Das ist mir jetzt nicht bekannt. Schon gedacht. Also vielleicht im asiatischen Markt gibt es vielleicht ein Probiotikum, ein Joghurt extra hergestellt genau aus heimischen Mikrobiomen. heimische Mikrobiom für die Europäer, gell? Damit sie das Soja besser essen können. Aber genau. Gut, was empfiehlst du denn jetzt den Vegetariern, die eben extra Soja als Ersatz, als Proteinquelle, als Ersatz gewählt haben? Was sollten sie denn machen? Tatsächlich traditionell essen, so wie die Asiaten das verzehren, wirklich nur als Beilage, dann in fermentierter Form. Und ansonsten den Aminosäurebedarf, zum Beispiel über das Myamino decken. Da hat man fast 100% Nutzen davon, ja. Kaum Stickstoffabfall, es ist pflanzlich. Der Körper wird zudem noch entlastet, also die perfekte Lösung. Dann hat man auch sofort Energie, Kraft, Power, genau. Eigentlich alles. Ja? Mhm. Besonders problematisch ist die Geschichte auch, dass Säuglingsnahrung oftmals auch aus Soja basiert ist. Säuglingsnahrung auf Soja basiert, ja. Ist okay. Da mit was für Wirkungen? Die milchproduktbasierte Säuglingsnahrung, ja. Und dann die auf Sojabasis. Erstens mal ist dann der Mangel vorprogrammiert. Das ist ja ganz dramatisch für ein heranwachsendes kleines Wesen. Dass die brauchen ja unheimlich viel Protein. Ja. Sind ja im Wachstum, ja, gerade auch zum Start. Ne, Lebensanfang. Mhm. Und dann sind auch noch diese Vorstufen der Hormone enthalten. Und das ist für eine Säuglingsnahrung, das geht gar nicht. Also wir haben im Soja innen als Fluch eine Vorstufe von Hormonen. Das hast du vorhin schon mit genau, den Wechseljahren Genestin zum Beispiel. Schon erwähnt, was ich nicht ganz verstanden habe. Und beim Kind auch noch nicht. Was passiert denn beim Kind mit solchen Vorstufen? Das hat in der Säuglingsnahrung einfach nichts verloren, weil irgendwie eine Hormonaktivierung, wie auch immer sich die gestaltet, sollte zu diesem Zeitpunkt nicht über die Nahrung geschehen. Mir hat mal ein weiser Herr, nämlich der Heinz Reinwald, mal erklärt, dass das Kind im Mutterleib drin in der Ketose lebt. Ja, das stimmt. Und in dieser Ketose, im Mutterleib drin, entwickelt sich das ganze Hirn, diese ganzen Neuronen. Es ist eigentlich ein Wunder, was im Mutterleib erschaffen wird in der Ketose. Ja, und Schwangere sind ja tatsächlich alle ketosefähig. Die Natur hat das schon so eingerichtet, ja. Dass da Ketone produziert werden, damit das Kind damit versorgt wird. Also auch wenn die Mutter eine Fehlernährung hat, das Kind wird immer ketos ernährt. Stimmt das? Ja, so. Ist schon ein Wunder. Ja, das ist ein Wunder. Und jetzt gehen wir eins weiter, da hat er mir auch erklärt gehabt, zum Beispiel während der Stillphase auch. Ja. Und genau dann reißen wir irgendwann das Kind raus aus der Ketose und geben ihm Müsli, Riegel und Soja und weiß Gott was alles, oder Zucker, und reißen es eigentlich aus einem gesunden Stoffwechsel raus, wo sich ein Wunder entwickelt hat, wo unglaubliche Quantensprünge an Entwicklung stattgefunden hat. Jetzt frage ich mich nur, wenn ein Kind so noch gestillt wurde und auch noch 3, 4, 5 Jahre weiter in der Ketose sich entwickeln könnte, was würden da für Kinder heranwachsen? Also normalerweise super gehirnentwickelte Kinder. Ja. Ich meine, man kann natürlich nicht versprechen, dass das total intelligent wird. Aber zumindest sind die Voraussetzungen gegeben, dass alle Nährstoffe geliefert werden, damit die Entwicklung des Gehirns optimal funktioniert. Ja. Was natürlich auch äußerst ungünstig wäre, ne? Wenn das daran haken würde, weil die Nährstoffe nicht vorhanden sind. Mhm. In der Schwangerschaft ist es tatsächlich so, dass das noch über die Mutter herangezogen wird. Wenn die zum Beispiel suboptimal ernährt ist, Mangel an Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA, das ist ja hauptsächlich im Gehirn, und die Mutter zum Beispiel wenig Fisch konsumiert oder das auch nicht anderweitig zuführt. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel das Algenöl, also das Alge-DHA zum Beispiel. Dann wird das Kind bevorzugt versorgt. Das hat die Mutter Natur so eingerichtet. Wow, super. Super. Ja, genial. Da hat die Mutter ja noch einen größeren Mangel, oder? Ja. Das kann so weit gehen, dass wenn hier nichts eingelagert ist und vorhanden, dass dann Mutter Natur sagt, na, dann nehme ich doch was vom Gehirn der Mutter. Ach, ja, und gibt das dem Kind, hä? Genau. Hm. Kann Folgen haben, dass die Mutter eben dann entsprechend schlecht beieinander ist.
nach der Geburt, während der Stillzeit. Diese Also was man ja Schwangerschaftsdepression zum Beispiel auch, ja. kann auch nährstoffmangelbedingt sein. Also wir hatten mal einen Menschen da, der in der Biochemie des Körpers unglaublich versiert war und hat uns das auch noch mit der ganzen Augenproblematik erklärt, mein Omega-3-Mangel, also DHA und EPA auch wieder, die ganze Sehproblematik, ein großes Problem, was heute draußen immer wieder besteht. Ich habe das Gefühl, täglich mehr, die damit konfrontiert sind. Aber nochmals, woher kriegen wir überhaupt noch dieses EPA und DHA, außer vom Fischöl, was Fisch aber auch schon wieder bedenklich ist, oder? Also wie kriege ich das sonst in meinen Körper rein? Über pflanzliche Öle, das funktioniert sehr schlecht, weil der Körper nur bedingt in der Lage ist, aus den Vorstufen, die enthalten sind, eben dieses DHA und EPA herzustellen. Ich glaube, das war das Leinsamenöl, was zum aber Beispiel, eben dieses genau. DHA und EPA gar nicht drin hat. Ja. Sondern es hat nur Omega-3, eine andere Säure, Ascorbinsäure, ich weiß auch nicht mehr, heißt die das? Heißt die so? Linolensäure, Alpha-Linolensäure. Alpha-Linolensäure, genau, das ist sie. Die hat, das ist im Leinsamen drin, richtig, genau. Und die anderen zwei wären eigentlich diejenigen, die wir bräuchten, für eben fürs Auge oder für den Darm, Schleimhaut, fürs Binde und zum Beispiel. Okay. Die Quelle, die es gibt, das ist eben der Fisch. Ja. Aber der Fisch holt sich das auch zum Beispiel über den Krill im Meer und der Krill wiederum durch Algen. Aha, jetzt haben wir den Kreislauf. Ja. Genau. Und dieses Algenöl, das ist ja mittlerweile im Handel erhältlich. Wir führen das ja auch in der Firma, Alge DHA. Das ist in Kapseln abgefüllt, zwecks Oxidationsschutz. Und das ist eben eine optimale Möglichkeit, sich auch als Veganer und Vegetarier mit diesen Fettsäuren zu versorgen, die ja unheimlich wichtig sind für den menschlichen Körper. Ja, also ich wusste jetzt gar nicht, wo die Reise hingeht in diesem Gespräch, weil angefangen haben wir über Soja und jetzt sind wir plötzlich bei Omega-3. Aber es ist schon spannend, eben, dass das Kind im Mutterleib das alles richtig versorgt, dass das Kind richtig versorgt wird. Es in der Ketose lebt. Und jetzt möchte ich eigentlich die Frage stellen, wie kann dann eine Mutter, wenn wir schon wissen, dass das Kind immer in der Ketose ist und Riesenentwicklungen möglich sind, wie kann sich dann eine Mutter ketos werden oder ernähren? Wenn du dazu vielleicht noch zwei, drei Sachen sagen willst. Also ist Soja etwas, was man in der Ketose essen darf? Ist schwierig, weil aus diesem 82% Stickstoffabfall der Körper auch Glucose bauen kann. Ach! Über die Gluconeogenese. Jetzt sag ich nochmal, das muss ich nochmals verstehen. Aus den 82% Stickstoffabfall kann der Körper über die Gluconeogenese. Gluconeogenese? Ich kann es nicht sagen. Also Zucker machen wieder. Ja. Ach. Oh. Das heißt, ein ungeübter Körper, der geht meistens diesen einfachen Weg, weil er verlernt hat, diese Enzyme zu bilden, die wichtig sind, um Ketone zu produzieren. Und sagt, ich mache es mir doch schön einfach, ich mache Gluconeogenese und baue mir den Zucker über diesen Weg. Und schwupps, funktioniert schon wieder nicht mit der ketogenen Ernährung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also was soll denn die Person essen am besten? Hochwertige Proteine. Hochwertige, gut. Also ein gutes Stück Fleisch von einem Tier, das ich noch bewegen durfte. Zum Beispiel Eier, oder Fisch. Eier, Fisch, okay, gut. Und die Vegetarier? Mai Amino, das ist das Protein, halt einfach, wo zu 99% vom Körper aufgenommen wird. Wobei Mai Amino ja auch eine super Lösung ist, auch für jeden Fleischesser, um sich mal ganz schnell in die Ketose reinzubringen. Das nennt sich hyperketogene Ernährung. Und durch diesen Entzug von Stickstoffabfall wird der Körper dann dazu gezwungen, schneller Ketone zu produzieren. Das musst du mir nochmals erklären. Wie kriegt man das hin? Die Proteine einfach komplett austauschen und nur Mai Amino. Ah, also gar kein Fleisch. Genau. Also eine gewisse Zeit lang kein Fleisch, sondern nur Proteine schlucken und Gemüse essen. Und dann wird so richtig der Körper angekurbelt. Ja, das wird gepusht. Ja. Und das geht dann alles deutlich schneller. Ah, interessant. Okay. Jetzt hat mir vorne noch die Regie noch eine wichtige Mitteilung zugegeben. Und zwar hatten wir vorne noch, ich switch wieder in den Mutterleib, Kind kommt raus, es wird gestillt. Was ist, wenn die Mutter nicht stillen sollte, weil einfach noch sehr viele Schwermetall
Entgiftungen eigentlich über die Muttermilch sehr häufig auch zum Kind gehören. Also wenn die Milch nicht gut wäre oder die Mutter nicht kann oder nicht will stillen, was macht man dann für eine optimale Versorgung des Kindes? Ist natürlich schwierig, weil diese ganzen Säuglingsnahrungsprodukte einfach nicht Keton dem sind. Naturprodukt entsprechen. Und nicht Keton, oder? Da fehlt einfach immer etwas. Die Muttermilch wird ja permanent dem Säugling angepasst und seinen Bedürfnissen. Die verändert sich auch im Laufe der Monate. Ja. Und das kann eine Industrienahrung einfach nicht leisten. Schwierig, aber es gibt zum Beispiel auch diese Muttermilchbanken, die sind wieder im Kommen. Da habe ich neulich eine Sendung gesehen, das war ganz spannend, wo sich dann die Mütter, die nicht stillen können, dann tatsächlich die Muttermilch dann dort holen. Also Frauen, die in der Lage sind, genug Muttermilch zu produzieren, die geben das dann einfach ab. Und über diesen Weg kann man dann das Kind versorgen. Und diese Milch wird kontrolliert, weil ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich hatte mit dem Professor Ionescu. Der Herr Ionescu hat nur mal gesagt, in Untersuchungen von Müttern hat er festgestellt, also eine Vielzahl von Müttern, dass eigentlich die meisten gar nicht stillen dürften, weil einfach heutzutage zu viel Giftstoffe da sind oder die Mütter halt noch nicht entgiftet sind. Ja, das ist das Problem. Also eigentlich wäre es ganz wichtig für jede Frau, die schwanger werden möchte. Zuerst entgiften. Zuerst entgiften. Dann schwanger werden. Dann schwanger werden. Und dann stillen. Die Reihenfolge ist meistens anders. Ja, ja, leider. Ja, aber das ist mir uns auch gar nicht bewusst, dass man wirklich, wie habe ich mal so einen Spruch gehört, die beste Entgiftung für eine Frau ist, schwanger zu werden. Ja, weil 60%, das stammt übrigens auch vom Professor Ionescu. Ah, dieses Zitat, habe ich das von ihm gehört? Okay. Ja, das hat er mal in irgendeinem Vortrag gesagt. 60% von den Schadstoffen, die die Mutter belasten, wird über die Plazenta an das Kind weitergegeben. Also nicht nur die guten Nährstoffe, wie zum Beispiel diese DHA- und EPA-Fettsäuren, sondern da geht automatisch auch das Schlechte mit über. Durch diese starke Durchblutung, über die das Kind versorgt wird, wird es auch mit diesen Toxinen belastet. Ach Mist. Okay, also einmal mehr. Wir müssen uns informieren und Aufklärungen machen, bevor es dann wirklich so weit ist. Aber wir haben es gehört, schwangere Damen vielleicht bitte nicht, bevor sie schwanger sind, zuerst entgiften, dann die Schwangerschaft. Dann haben wir eine wunderbare Ketose-Ernährungsweise für das Kind gewährleisten. Auch während dem Stillen ist alles gut, das Kind kann sich wunderbar entwickeln. Und das andere Teil ist das Bereich des Sojas, wo wir heute gehört haben, dieser ganze Soja-Hype, der ist okay, sofern das Soja auch fermentiert wurde. Mhm. Richtig? Zum Beispiel, ja. Dann kann es der Körper gut aufnehmen und wir haben hier eine ganz andere Verfügbarkeit für den Körper, aber nicht proteinmäßig, oder? Proteinmäßig nicht. Es ist einfach okay, es ist ein Fleischersatz, es ist gut, es schmeckt super, aber nicht als Protein. Da müssen wir immer eine Supplementierung dazu machen, Proteine, in Form von zum Beispiel mit Myamino, dieses Protein-Tabletten, die der Körper ja vollständig aufnimmt, ohne Stickstoffabfall. Ja, also die 8 essentiellen Aminosäuren, ja, aus denen kann der Körper dann alle anderen selber herstellen, die er benötigt. Und halt dann doch lieber mal ein Stück Fleisch noch essen, von guter Haltung, ja, statt auf diesen Soja-Hype aufzutreten, raufzugehen, mit dem Wissen, dass das Mikrobiom von uns Europäern nicht das gleiche Mikrobiom ist wie das von asiatischen Menschen, asiatischen Ländern, die einfach eine andere Darmkultur haben und diese Bakterien einfach besser mit Soja umgehen können als wir Europäer. Passt das so? Das passt so, genau. Super, war eine interessante Sendung. Jetzt einfach auch mal das Thema Soja klar hinzustellen oder auch Tofu hinzustellen. Ich hoffe, auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hat da diese Sendung auch interessante Hinweise gegeben. Ich würde mir wünschen, ein Kind mal zu sehen, das einfach hier zu uns kommt, nachdem es gestillt wurde und nach 4, 5, 6 Jahren Keton leben durfte. Es wäre sehr spannend zu sehen, wie sich dieses Kind entwickeln würde, wenn es wirklich in diesem angeregten Stoffwechsel aufwachsen dürfte. In diesem Sinne, danke vielmals für die Aufmerksamkeit und alles Gute. Auf Wiedersehen.